Kommen wir zu einem Thema, was auf den ersten Blick recht einfach erscheint, es aber dann aus der Erfahrung heraus gar nicht ist. Nämlich, wie ist das mit den Nahrungsmitteln? Es ist natürlich auf der Radtour nicht so, dass man plötzlich einen Laden vor sich hat, zu dem man hingehen könnte, um dann seine Nahrungsmittel zu kaufen, unabhängig vom Volumen und des Gewichtes, nach Hause laufen kann, um sie dann in den Kühlschrank zu versorgen. Nein, das geht oft nicht. Das muss man mitbedenken. Die Einkaufsmöglichkeiten können bisweilen sehr weit weg sein von den Zeltplätzen oder Übernachtungsstätten, wo übernachtet wird. Das muss man mit einkalkulieren, denn sie brauchen ein gewisses Volumen in den Taschen, um die Sachen unterzubringen. 5 Paprika, ein Beutel Müsli, Knäckebrot, ein bisschen was an Getränken, nimmt eine ganze Menge Volumen ein, das muss natürlich da sein. Und irgendeinen Beutel an den Lenker zu hängen, haben wir gemacht, ist nicht gut. Was haben wir denn so besorgt? In erster Linie haben wir natürlich Sachen gekauft, die trocken sind. Also Knäckebrot, Müsliriegel, Nüsse und so weiter. Die Palette ist da sicherlich reichhaltig, aber da kann einem nicht viel passieren. Vor allem dann, wenn man sie noch gut wasserdicht verpackt, dann werden sie auch nicht feucht und man kann sie wirklich über längere Zeit genießen. Sicherlich muss man auch mit einkalkulieren, dass man viel mehr Zeit beim Kochen braucht. Also wenn man dann doch was machen will, sei es nur eine Suppe, sei es nur ein paar Liter Wasser erhitzen, das dauert einfach länger als zu Hause, muss man mit einkalkulieren. Ein Campingkocher tut dann natürlich gute Dienste, aber in unserem Fall zu fünft, wir hätten gut 2 brauchen können, wir hatten aber leider nur 1. In Dänemark ist das ein bisschen anders, da sind die Ausstattungen auf den Zeltplätzen gut, da gibt es meistens Küchen, die bereitgestellt werden für die Besucher. Aber das weiß man alles natürlich nicht vorher, sondern das erfährt man erst auf der Fahrradtour dann selbst. Man muss auch berücksichtigen, dass man natürlich auf einer Fahrradtour viel hungriger ist, als man das zu Hause ist. Das heißt, der Bedarf ist einfach größer. Ich habe mich immer gewundert, wenn wir gefrühstückt haben, oh wunderbar, jetzt sind wir satt und jetzt können wir bis mittags fahren. Nee, denkste, spätestens nach 1,5 Stunden kamen die Kinder an, Papa, wir haben Hunger, wir wollen was essen. Und dann geht man wieder auf die Suche, um was zu bekommen. Wir haben dabei oft auf Bäckereien zurückgegriffen oder halt eben den nächstbesten Supermarkt oder auch eine Tankstelle angelaufen, die einen Müsliriegel hat oder einen Schokoriegel oder irgendetwas, was man dann sich einverleiben mochte. Verderbliche Sachen haben wir nach Möglichkeit nicht gekauft, sondern nur insofern, dass wir sie abends dann direkt verarbeitet haben. Selbst Milch mitzunehmen ist nicht gut. Bei entsprechenden Außentemperaturen ist sie natürlich ruckzuck schlecht. Sprudel ähnlich. Sprudel wird durchgeschüttelt und nach wenigen Augenblicken ist die Kohlensäure raus und das schmeckt überhaupt nicht mehr. Das sind natürlich nicht alle Erfahrungen und Gedanken, die wir uns zu den Nahrungsmitteln gemacht haben, aber das sind so in etwa diejenigen, die uns jetzt einfallen. Das Wichtigste dabei ist sicherlich Volumen im Gepäck bereitstellen für die Einkäufe und auch auf die Entfernung zu den Läden gucken und vielleicht auch noch berücksichtigen, wann die Öffnungszeiten sind.